Johanna und ich habe hier einen kleinen Bruder, den Benjamin. Und das ist meine kleine Schwester Elisabeth. Johanna ist 11 Jahre alt und liebt es, für die ganze Familie zu kochen. Später möchte sie mal ein eigenes Restaurant führen. Bei Dein großer Tag hat sie sich gewünscht, einmal mit einem Profikoch zu arbeiten. Bevor wir Johannas großen Wunsch erfüllen können, müssen wir sie, Logo, erstmal überraschen. Und zwar in dieser Sporthalle hier. Da trainiert sie jede Woche einmal Fußball, und zwar als einziges Mädchen. Nix sagen. Da ist Johanna. Was Sie nicht wissen, ich bin der neue Trainer. Los geht's. So Leute, Dankeschön, gut gespielt, Pause machen. Ich brauche mal den Ball. Komm, kick mal her. Super, vielen Dank. So, Mannschaftsbesprechung, alle mal im Kreis kommen hier, alle mal zusammen. Komm du auch, komm hier. So Leute, habt gut trainiert. Bin sehr zufrieden als neuer Trainer. Ich sag ganz kurz Hallo. Ich bin Johannes von Dein großer Tag. Und es ist so, dass sich einer von euch bei unserer Sendung beworben hat. Das war ich. Du warst es? Mhm. Bist du Johanna? Ja. Johanna, ich weiß nicht, ob es jeder hier weiß, aber kannst du den Jungs mal hier verraten, was dein großer Traum ist? Einmal mit einem Profikoch zu kochen. Weil du gerne kochst, oder? Mhm. Warum kochst du gerne? Es macht einfach Spaß und man kann auch ein bisschen künstlerisch werden. Du bist nicht nur sportlich, sondern auch kreativ. Pass auf, ich habe folgendes Angebot für dich. Ab jetzt hast du schulfrei. So, schulfrei. Und du würdest mit mir auf Tour gehen. Mhm. Ich habe nämlich für dich einen Profikoch organisiert. Und der zeigt dir alle Tipps und Tricks. Mhm. Hast du Lust? Ja. Ja. Wirklich? Ja. Willkommen bei Dein großer Tag. Ich freue mich, dass du dabei bist, Mensch. Ich möchte dir Glück wünschen. Sehr gut, sehr gut. Sie wird jetzt Profiköchin, dass ihr Bescheid wisst, Jungs. Ich möchte dann eine Pizza haben. Du möchtest eine Pizza haben? So, ihr müsst jetzt Bestellungen abgeben. Wer möchte was haben? Pizza im Döner. Döner? Mhm. 6 Pizzen. Naja, also Döner und Pizza wird es die nächsten Tage nicht geben. Das ist mein Zimmer. Oh, sieht cool aus. Ja. Ach, das ist zum Basteln, oder was? Ja. Oh, hier oben ist ja ganz schön Chaos, oder? Mhm. Hier, also das hier ist so zum Perlen machen. Was ist das? Das ist ein Kleid, das habe ich selber genäht. Die Punkte hat meine Oma drauf genäht, aber ich habe auch ganz viel genäht. Und dann kann man das umdrehen. Und dann ist es ganz blau. Wie cool ist das denn? Guck, du bist jetzt so, dann verkleckerst du dich, dann kannst du es einfach umdrehen. Das ist ein super Trick. Oh, den bräuchte ich, wenn ich Spaghetti mit Tomatensauce esse. Zack, und schon ist mir wieder sauber. Warte mal, hier liegt überall, was ist denn das? Ich meine, da stricke ich. Was wird das? Ein Schal. Wie lang soll der Schal werden? Solange die Wolle reicht. Hier sind Looms und ja, da kann man mal so Armbändchen machen. Du bist ja mega kreativ. Und du kannst kochen. Warum? Woher kommt das? Also ich wollte schon früher immer mit meinem Papa kochen. Und ich finde es einfach cool, es ist auch kreativ. Also nicht nur, dass es nur kochen wäre, was hinklatschen und so. Es ist auch kreativ. Man kann sich immer was Neues ausdenken. Und du kannst dir vorstellen, später mal ein eigenes Restaurant aufzumachen. Weißt du schon, wie das aussehen soll? Also mein Traum wäre, wenn ich es eröffne, dass man dann so das Übliche da hat und dann sozusagen die Kunden selber sagen dürfen, was in die Liste kommen soll oder so. Das heißt, ich krieg bei euch immer mein Lieblingsgericht. Ich freue mich so auf die Woche mit dir. Ich auch. Das ist toll, weil ich kann nicht kochen, aber ich kann essen. Wir ergänzen uns so gut. Wir ergänzen uns so gut. Sau cool! Am nächsten Tag treffen wir uns vor diesem Gasthof wieder. Was Johanna nicht weiß, das Restaurant wird von einem Spitzenkoch geführt. Jetzt geht's ja los und dass wir uns vor einem Restaurant treffen oder so einem Gasthaus, würde ich nicht überraschen, aber fällt dir irgendwas auf? Da ist so ein Schild. Das ist so ein Schild? Was ist das? Willst du verraten? Ja. Oh. Das ist tatsächlich ein Stern. Das heißt, das Restaurant wurde ausgezeichnet mit einem Stern. Also hier wird wirklich kreativ gekocht und sehr, sehr, sehr gut. Wollen wir reingehen? Mhm. Okay. Das sieht schön aus. Sieht sehr schön aus, ne? Mhm. Weil weißt du was, in so einem Sternerestaurant arbeitet natürlich auch was? Ein Koch. Ein Sternekoch? Ja.
Gerne Sterne Koch. Den würde ich dir gerne vorstellen. Hm? Da ist er. Erik Metzger, und er ist Deutschlands jüngster Sternekoch, hat mit 23 Jahren den ersten Stern bekommen. Hallo. Hallo Johanna. Schön, darf ich vorstellen? Das ist Johanna, zukünftige Restaurantbesitzer und vielleicht auch Profiköchin, oder? Wunderbar. Mhm. Da freue ich mich, dass du heute da bist. Mhm. Zeig ich dir 3 Tage mal ein bisschen was und dann nimmst du da was mit. Sollen wir mal in die Küche gehen? Ja. Können wir es mal angucken. So. Hier sind wir in der warmen Küche. Hier ist jetzt zum Beispiel mein Posten. Da mache ich Soßen, Fleisch, Fisch. Alles, was warm ist, ob es jetzt Schnitzel, Nudeln und so weiter. Genau. Dann haben wir hier auf der linken Seite, der macht die Beilagen und Suppen und so weiter, was alles an Gast rausgeht. Mhm. Und dann kochen wir hier im Prinzip, wird alles auf dem Herd hier. Alles, was warm ist und alles, was kalt verarbeitet wird, ist dann eins mal hinten dran. Mhm. Desserts, Vorspeisen etc. Mhm. Mensch, warum sieht es denn hier so aus, als würde hier nie gekocht werden? Ich glaube, wegen der Hygiene, weil es muss ja auch hygienisch sein, oder? Alles blitzeblank. Genau, die Hygienestandards sind halt sehr hoch in der Gastronomie. Ist ja auch verständlich bei den Lebensmitteln und so weiter. Und ich habe gedacht, dass wir vielleicht heute zusammen mal einen Fisch kochen. Fisch. Magst du Fisch? Ja. Schön, perfekt. Und ich dachte, da fahren wir dann gleich mal einkaufen, oder? Okay. In diesem Großmarkt gibt es alles zu kaufen, was anspruchsvolle Köche lieben. Vor allem Gemüse, Fleisch und frischen Fisch. Wie groß! Fangen wir von Westen links an, oder? Dann gucken wir mal. Guck mal, was für eine Riesenauswahl die hier haben. Schon was schon mal gesehen? Das ist ein Tintenfisch. Tintenfisch war keine Tintenfisch. Was kennst du denn alles an Fisch? Es gibt Lachs. Lachs gibt's. Oh, kennst du das hier? Das ist ähnlich wie Lachs, Saiblingsfilet. Oh, grüß Gott. Kein Arsch. Schauen Sie noch ein bisschen. Auf was muss Johanna denn jetzt achten beim Fischkauf? Oder auf was achtest du auch, wenn du einkaufst? Also was ganz wichtig ist, der Fisch darf nicht nach Fisch riechen. Oh, also der Geruch ist ganz entscheidend. Wenn der schon nach Fisch muffelt so ein bisschen, dann ist er alt oder älter. Genau. Also wichtig ist auch ein schöner Glanz, sag ich jetzt mal. Die Augen müssen schön glänzen. Insgesamt der Fisch muss eine schöne Schleimschicht haben. Und die Schleimschicht, die muss schön klar sein und fest sein. Fisch ausfiletiert. Das hier, das ist so ein Barsch, so wie der Rotbarsch, ein Red Snapper, sagt man. Ein roter Schnapper auf Deutsch. Ist ein bisschen würziger, aber ich weiß nicht, ob du das als Kind so magst. Dann lieber was Mildes. Sowas ist zum Beispiel sehr, sehr beliebt für ein Kind. Kabeljau aus Island, der ist richtig schön mild und schmeckt neutral. Also das schmeckt nicht kräftig nach Fisch. Jetzt haben wir hier so viel Auswahl. Aber gibt es auch Fische, bei denen du sagst, die sollte man nicht zubereiten? Also es gibt ja diesen Begriff der Überfischung. Man will natürlich die Lebensräume nicht zerstören. Genau, man soll auf jeden Fall auf MSC-Siegel oder das ASC-Siegel achten. Es gibt natürlich viele Siegel heutzutage. MSC steht für Salzwasser, Wildfang, nachhaltige Fischerei. Man gibt den Fangflotten verschiedene Quoten, dass man den bis zu einer bestimmten Menge abfischen darf und danach halt nicht mehr. Also beim Fischkauf immer nachfragen, wo genau er herkommt. Ich würde sagen, dann nehmen wir am besten einen Fisch, wo wir auch noch filetieren, oder? Dann lassen wir das auch mal professionell machen. Also den ganzen. Den ganzen Fisch. Johanna entscheidet sich für Wolfsbarsch und Dorade. Als Geschenk bekommt sie noch 2 Jakobsmuschelschalen. Und die wird sie gleich gut gebrauchen können. Gut. Danke. Tschüss. Das ist so ganz ordentlich, oder? Zurück im Gasthof Krone hat Erik eine große Überraschung für Johanna. So eine richtige Köchin braucht natürlich auch die richtigen Klamotten dafür. Mhm. Natürlich mit Namen. Jetzt die Schürze drehen. Yeah. Perfekt. Na dann kann's ja losgehen. Was ist das Wichtigste beim Kochen vor dem Anfang? Hände waschen. Wolfsbarsche sind Raubfische. Am Rücken haben sie spitze Stachelstrahlen. Die müssen erstmal ab. Und dann ein Trick von mir. Du hast ja gerade eben Jakobsmuschelschalen bekommen. Mhm. Wenn du jetzt die flache Seite nimmst von dem. Ja, darf ich? Perfekt, natürlich. Und das perfekt runter. Auch die Schuppen müssen weg. Die will wohl keiner in seinem Essen haben. Soll ich die Fische mitnehmen? Ja. Johanna soll jetzt leckere Filets aus dem Fisch schneiden. Ja. Mhm. So, jetzt mal von rechts gucken.
praktisch hier einschneiden. Mhm. Auf die andere Seite auch? Ja. Schön als V-Schnitt, schön zur Seite, so. Umso mehr hast du dann vom Filet. Genau. Dann hast du hier die Mittelgräte. Mhm. Da kannst du ja immer hier entlang ziehen. Und auf der anderen Seite dann hier? Und auf der anderen Seite genauso. Okay. Schon weitermachen. Immer schön mit dem Messer nach unten aufpassen, das Messer so. Scharf. Und schön nach unten. So. Genau. Jetzt ist einfach nach vorne fahren. Hände da wegnehmen, sonst schneidest du dich. Ganz langsam. Hier ich so. Fühl mal deine Hand. Genau. Ganz viel Blut. Genau, und die Kreten sind immer hier in der Mitte. Ah, da. Wir haben hier eine Kretenzange. Und dann kann man die perfekt rausziehen. Perfekt. Schauen wir mal ein fertiges Filet. Wie sitzt man eigentlich im Sterne-Lokal? Aufrecht. Könnt ihr jetzt langsam mal losgehen, oder? Hunger, Hunger. So schnell geht's nicht. Es gibt noch viel zu tun. Erstmal Karotten, Lauch und Sellerie schnippeln. Dann kannst du hier Scheiben runterschneiden. Das sind ganz länglich. Das ist schöne, gleichmäßig kleine Würfel sind. Okay. Mach hier erstmal weiter mal. Mhm. Und dann die nächste. So. Finger so reinnehmen. So? Ah, so. Ja, und dann schneide ich dich rein. Immer nach vorne. Perfekt. Wolltest du schon als Kind Koch werden? Also ich habe früher schon mit 6 bei meinem Vater angefangen in der Küche. Mhm. Am Anfang habe ich ein bisschen gespült und so Sachen. Und ein bisschen Teller hochgestellt etc. Und dann habe ich mir überlegt, eigentlich kann ich doch kochen und es macht mir Spaß. Und warum sollte ich nicht den Weg gehen? Dann habe ich ein Praktikum gemacht gehabt und habe dann meine Ausbildung angefangen. Ging dann 3 Jahre und dann auch stellvertretender Küchenchef in einem Zweitbetrieb. Mhm. Und dann habe ich hier angefangen gehabt. Mal gucken, dass du das Messer gerade hebst und nicht so schräg, sonst haust du es in die Finger rein. Also das sind Schalotten, das sind kleine Zwiebeln. Jetzt ein bisschen zusammenhalten, dass er auseinanderblättert. Passen auf die Finger. Mhm. Übrigens, alle Rezepte findet ihr zum Nachkochen auf unserer Internetseite deingrosertag.de. So, und da ist er bereits dazu. Etwa 2 Drittel mehr. Das ist eine Gemüsebrühe, die haben wir am Vortag angesetzt. Und dann tun wir den kurz in Mehl, damit er eine schöne Kruste kriegt. Pfeffer nur ganz wenig bei Fisch. Stellen wir den da drunter und dann kann das Fischfilet schön durchziehen. Dann haben wir jetzt hier ganz schön Lauch noch dazu geben. Dann kommt kalorienarme Butter. Bedeutet? War ein Spaß. Dein Einsatz. Ja! Gut. Haut immer nach oben, dass ihr schön knusprig bleibt. Okay. Die Soße brauchen wir da keine großartig. Ich glaube, es geht los. Das Gericht des Tages: Filet vom Wolfsbarsch auf Gemüserisotto. Oh, du darfst da sitzen. Danke. Sieht ja super lecker aus. Guten Appetit. Guten Appetit. Guten Appetit. Und? Gut. Sehr gut, oder? Ja, Kompliment. Am nächsten Tag hat sich Johanna Schnitzel gewünscht. Auf einem Öko-Bauernhof wollen wir uns anschauen, wo das Fleisch eigentlich herkommt. Hallo. Das ist Johanna. Hallo Johanna, ich bin die Anna-Laura. Hallo Anna-Laura, Johannes. Moin. Hallo. Ja, wir wollten uns mal anschauen, wie Tiere richtig gehalten werden und wo unser Fleisch herkommt. Ja. Das sind unsere Kühe. Bei uns dürfen die Kühe ihre Hörner behalten. Mhm. Deswegen denken ganz viele Leute, dass das Bullen sind. Aber die melken wir jeden Tag. Hier ist gestern ein Kälbchen geboren. Hast du es auch schon gesehen? Das Kleine, das Große ist schon 2 Wochen alt. Das ist süß, oder? Mhm. Aber was unterscheidet denn eure Tierhaltung jetzt von der konventionellen, also von der Massentierhaltung? Also bei uns haben die Kühe mehr Platz.
Und es ist natürlich so, dass die Fütterung sich vor allem auch sehr stark unterscheidet. Wir füttern vor allem Gras. Dafür ist sie auch gemacht. Ne? Die Kuh, die hat einen Pansen. Das ist ja was ganz Besonderes, dass die Kuh 4 Mägen hat, wo dieses Gras durchgeht und die Kuh frisst es und käut es wieder und verarbeitet es und macht es zu so was Wertvollem wie Milch und Fleisch. Durch die Fütterung mit eigenem Gras können die Biobauern auf den Anbau von Mais oder Soja fürs Vieh verzichten. Und damit auch auf eine Menge Dünge und Spritzmittel. Das ist die Hanna, das ist die Luna und die Alette. Aber ist das nicht komisch, wenn die Kühe natürlich Namen haben, was ich total verstehe. Aber man baut doch dann irgendwie auch eine Beziehung zu ihnen auf. Und dann kommen sie dann zum Schlachter. Ja, es ist natürlich auch schwierig. Es tut weh, wenn man eine Kuh zum Schlachter bringt. Und das ist schmerzhaft und das ist ein Abschied. Aber trotzdem sind wir ja dankbar dafür, was die Kuh uns gegeben hat. Johanna ist nachdenklich geworden. Trotzdem haben wir uns gemeinsam entschieden, für heute bei unserem Speiseplan zu bleiben. Aber zuerst wird das Dessert zubereitet. Wir machen eine Mousse aus weißer und dunkler Schokolade. 3 Eier brauchen wir dafür. Ja, Papa hat mal gesagt, dass die Salmonellen auf der Schale sitzen. Genau. Deshalb gut aufpassen und immer nur frische Eier verwenden. Es ist auch immer wichtig, dass man Schokolade nicht zu heiß macht und dass keine Flüssigkeit drankommt, sonst wird sie grau. So, jetzt haben wir die 3 Eier. Dann habe ich hier 100 Gramm Zucker schon abgeworfen. Und wieso hast du hier jetzt auch weiße Schokolade rein? Ich finde, es einfach hat einen schöneren Schmelz, dann, weil du da mehr Butter drin hast. Jetzt kannst du es mal schön schlagen. Kriegst du richtig Muckis. Jetzt haben wir das Ei und jetzt tun wir die Schokolade langsam einrühren. Ich rühre, du tust rein. Mit Handtuch geht's besser. Könnt ihr mir geben, mache ich sauber. Sollen wir die Masse kalt stellen ins Kühlhaus? Und du kannst hier mal 450 Sahne. 450. Können wir das aufschlagen? So, lass mal schlagen. Das Kochen überlasse ich den beiden Profis. Ich bin heute der Spüler. So, drehen wir mal den Spieß um. Und bei Mousse immer die Sahne langsam unterrühren. Genau. Ich weiß. Unterheben, nicht rühren. Genau. Dann nehmen wir Schritt für Schritt. Oh, das sieht so lecker aus. Haben wir eine glatte Masse? Ja. Dann Thomas mit Folie bedecken. So, dann fangen wir mit dem Hauptgang an. Das Wichtigste immer zuerst, das, was am längsten dauert. Zum Schnitzel dazu gibt es Ofenkartoffeln und Gurkensalat, so wie es sich Johanna gewünscht hat. Johanna macht auch immer mehr selbst. Sie stellt sich richtig geschickt an. Und auch der Schnitzel kriegt auf die Mütze. Dann haben wir die Panko-Panade mit Brezeln. Die Panade aus Brezeln macht die Schnitzel besonders knusprig. Und schon geht's ans Anrichten. Hauptgang und Dessert. So wie Eiskugeln, so ein bisschen. Ist in der Mitte noch Platz bleibt, dass man da die Soße reinmachen kann. Das sind weiße Schokoladenspiralen. Natürlich schmeckt auch am zweiten Tag wieder alles super lecker. Weil du gerade gesagt hast, Johanna hat heute schon super viel selber gemacht. Ich hätte eine Frage, die geht auch an Johanna. Kann sie vielleicht morgen, wenn hier die Hütte voll ist, auch mitmachen? Also wenn normaler Betrieb ist, dass sie selbst hilft? Bei laufendem Betrieb? Genau, dass hier wirklich Leute sitzen, die sagen, hey, es muss jetzt rauskommen, zackig. Traust es ihr zu? Traust du dir es zu? Du musst halt konzentriert sein, gell? Da ist ein bisschen mehr los in der Küche. Johannas großer Tag beginnt. Kannst du sehen, abholen. Klingelst du, wenn das fertig ist? Ja. 4-mal Fleischmittagstisch, geht dazu ein Kinderschnitzel mit Pommes und einmal Kinderpommes. Die große Kunst ist,
viele verschiedene Gerichte gleichzeitig frisch zuzubereiten, ohne dass die Gäste eben lange warten müssen. Das klappt natürlich nur, wenn alle Hand in Hand arbeiten. Und Johanna ist mittendrin. Eine Gurkenvorspeise, eine Safransuppe kann. Johanna, das war dein großer Tag und Erik hat ja hoffentlich eine Menge beigebracht, oder? Wie fandst du es? Ja, gut. Ich hätte noch eine Frage zum Schluss, und zwar, wenn der Laden voll ist, wie viele Gäste könnt ihr denn bewirten? Also kommt auch an, ob im Restaurant oder im Sommer auf der Terrasse, können wir bis zu 35, 40 à la carte, das kriegt man gut hin. Aber 120 Gäste. Oh, ganz kurz Störe. Erik, wir haben noch den letzten Gast. Okay. VIP-Gäste. Okay, meine Köche sind jetzt halt schon weg. Musst du mir wohl helfen, ne? Das kriegt man hin, gell? Wie, was? Ich denke, ist nicht schon zu, oder was? Ja, jetzt, wir haben noch verspätet Gäste hier reinbekommen. Ganz klar, für Geschäftsführer Matthias ist jeder Gast ein König. Bewirtet, das ist klar, die schicken wir nicht weg. Okay, kannst du einspringen? Ich mache euch Platz, ja? Mhm, ja. Können die Jungs mit den Kameras hier bleiben? Oder? Einer kann da bleiben, aber ich glaube, sonst ist es mir zu voll für mich. Okay, dann ja, viel Spaß beim Arbeiten, dann nehme ich einen von euch mit. So, genau zwei Portionen über. Jetzt muss Johanna zeigen, was sie gelernt hat. Ich muss einmal auf die Seite drehen. Wieder ein bisschen Salz, Pfeffer dran. Und einmal unter der kreisenden Bewegung schon was aufkochen. Jetzt muss es schnell gehen. Ich habe natürlich so ein bisschen geschummelt, denn unsere beiden VIP-Gäste, die sich angekündigt haben, die ja so spontan vorbeigekommen sind, sind natürlich nicht irgendwelche Gäste, sondern sind Mama und Papa. Und die sind in diesem Bus hier. Guten Tag, hi. Hallo, für mich, vielen, vielen Dank. Hallo Benjamin, guten Tag. Hallo Papa. Ihr konntet ja die ganze Zeit alles beobachten, auch unsere kleine Überraschung. Wie war es für euch, sie da zu sehen? Ja, cool, dass unsere Tochter da jetzt in der Küche steht und da auch eine richtige Schürze anhat mit der Krone drauf. Jetzt sind wir gespannt. Also das mit dem Fleisch hat sie schon ganz gut gemeistert. Das ist jetzt schon im Ofen. Ja. Und sie lässt sich aber schön ein auf das Kochen. Also man sieht, wie sie sich da konzentriert auf ihre Aufgabe. Schön so runterziehen und drehen. Johanna ahnt natürlich nichts von unserer Überraschung. Sie ist voll konzentriert bei der Sache. Die letzten Handgriffe, die Spannung steigt. Wir sind alle total neugierig auf Johannas Reaktion. Magst du vorgehen? So, guck mal, wer die wichtigen Gäste sind. Hä? Ist das nicht eine Überraschung? Das sieht ganz große Klasse aus, Johanna. Voll schön gemacht. Ich würde sagen, du kannst dir erstmal Lob abholen von deinen Eltern, wie sie deinen tollen Teller finden. Das ist der Hammer. Ihrer Familie schmeckt's. Sogar dem kleinen Bruder Benjamin. Johanna, du kannst echt stolz auf dich sein. Von mir gibt's den Stern. Und übrigens, wenn auch ihr einen großen Traum habt, bewerbt euch einfach bei uns. Klickt euch rein, deingroßertag.de. Ich freue mich auf euch. Job gemacht. Frau Sterneköche. Ja. Erik, Dankeschön. Ist gut.